Ist es soweit? Die Corona-bedingt mehrmals verschobene Gala-Premiere des Musical-Hits Miss Saigon geht über die Bühne des Raimund-Theaters. Um 18.30 Uhr ist der Vorhang tatsächlich hochgegangen. Gabi Hassler war schon kurz vor Beginn der Premiere im Theater. Wir stehen hier im Zuschauerraum des Raimund-Theaters. Noch sind die Tore fürs Publikum geschlossen. Sobald sich die Tore öffnen, herrscht hier Maskenpflicht und alle Gäste erfüllen, so wie auch wir, die 2G-Plus-Regelung. Das heißt, sie sind geimpft und tagesaktuell PCR getestet. Das Raimund-Theater strahlt im neuen Glanz, inklusive neuem Beleuchtungskonzept. Und strahlend steht hier neben mir auch Direktor Christian Struppeck. Ja, Herr Direktor Struppeck, wie spannend und angespannt waren die vergangenen Tage? Das war sehr spannend, eigentlich die letzten 2 Jahre. So lange haben wir das Stück vorbereitet und heute sind wir, glaube ich, doppelt aufgeregt, sowieso bei der Premiere. Aber das ist ja eine ganz besondere Premiere. Aber sind alle gesund und heute findet es statt. Ihr habt ja noch bis zum Mittag auf die letzten Tests gewartet, dass wirklich alle negativ sind und positiv in diese Vorstellung starten können. Motiviert sind nicht nur die Sängerinnen und Sänger, sondern auch die Gäste. Ich weiß, wie wichtig es auch für die Künstler ist, dass das Publikum auch tatsächlich kommt. Und gerade das Cast von Miss Saigon hat fast 2 Jahre auf diesen Abend gewartet. Und ich wollte es unbedingt mal sehen. Meine Mutter hat gesagt, es ist super toll. Und ich habe auch noch ein Taschentuch dabei für die Tränen. Also der Vorstellung sollte nun nichts mehr im Wege stehen. Aber Herr Direktor Struppeck, wie schaut es denn aus mit der so beliebten Premierenfeier? Ja, leider haben wir heute keine Premierenfeier. Wir haben uns aufgrund der Situation dagegen entschieden. Da geht die Sicherheit vor. Wir wollten da kein Risiko eingehen. Aber das holen wir vielleicht mal nach dann im Laufe der Spielzeit. Wie lange wird denn Miss Saigon hier im Raimund-Theater residieren? Bis zum Ende der Spielzeit, Ende Juni ist das immer bei uns. Also da geht sich dann vielleicht noch ein Open-Air-Fest aus. Genau. Und damit geben wir hier zurück aus dem festlichen Raimund-Theater ins Wien-Heute-Studio zu Elisabeth Vogel. Danke, Gabi Hassler. Und wir verabschieden uns mit einem kurzen Ausschnitt aus dem Musical Miss Saigon mit dem Duett der beiden Hauptdarsteller. Achtung, Ohrwurm. Starten Sie damit gut in die neue Woche. Auf Wiedersehen. Bis morgen.